Hallo und herzlich willkommen zu Ross und Reiter TV. Heute haben wir unser Fohlen Piabella wieder getroffen. Diesmal durften wir sie auf ihrer ersten Reise zur Zuchtschau im Rheinischen Wickrad begleiten. Sehen Sie selbst, was die Kleine dort so alles erlebt hat. 7 Wochen ist Fohlen Piabella nun alt. Heute geht sie zum ersten Mal auf große Reise zur Zuchtschau nach Wickrad. Führen klappt schon ganz prima, doch in den Transporter einsteigen ist etwas Neues. Mittig da dran, so, da kommt man her. Aber zögern gilt nicht. Schließlich hat Mutter Fifi auch keine Angst. Nach der ersten Aufregung beruhigt sich Piabella und alles wird gut. Fohlen Piabella ist übrigens nicht der einzige Nachwuchs vom Burghof, der heute mit dabei ist. Die Jungzüchter des Rhein-Erft-Kreises sind ebenfalls bei der Zuchtschau dabei. Denn die Jugendlichen nehmen heute dort am Bundeswettbewerb der deutschen Jungzüchter teil. Eine Stunde etwa dauert die Reise. Züchterin Ilona Müller fährt extra vorsichtig und Piabella benimmt sich prima. Sie steht trotz sommerlicher Hitze und gelegentlichen Fahrbahnunebenheiten ganz ruhig im Transporter. Dann hat der Tross den Stammsitz des Rheinischen Pferdezuchtverbandes auf Schloss Wickrad erreicht. Vor der Schau wird's nochmal hektisch. Ausladen und fertig machen, sich an die neue Umgebung, an neue Menschen und Pferde gewöhnen. Alles ganz schön spannend für ein junges Fohlen. Doch ihr Führer, Marc Rose, ist ein erfahrener Ausbilder. Und Piabella fasst schnell Vertrauen zu dem ruhigen Profi. Dann geht es auch schon zusammen mit den anderen Stuten und Fohlen in den Vorführring. Das findet Piabella richtig spaßig. Züchter und Besitzer ist die Zuchtstätte Heinz und Ilona Müller in Köln. Vormustern im Schritt und Trab, strenge Exterieurbeurteilung, die wachsamen Augen der Richterkommission sehen alles. Zuchtleiter Martin Spohr erklärt, nach welchen Kriterien die Fohlen beurteilt werden. Wir bewerten letztendlich, wie wird es wahrscheinlich in Zukunft aussehen. Wir sagen, wenn wir ein Fohlen mit Gold nach vorne auszeichnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass etwas Besonderes draus wird. Entweder ein gekörter Hengst bei den Hengstfohlen, bei den Stuten voraussichtlich eine Spitzenstute. Und Goldmedaille werden immer nur so 3-4% des Jahrgangs sein. Das, was wir als Fohlen positiv sehen, ist im Regelfall auch hinterher beim dreijährigen Pferd positiv wieder da. Man muss, wenn man, sag mal, seit 30 Jahren Fohlen beurteilt, kann man schon sehr, sehr stark eingrenzen und sagen, aus diesen Pferden wird voraussichtlich das und das. Und das ist genauso im Gang. Wenn wir die Fohlen beurteilen und sehen, die 2 Runden laufen, Schritt, Trab oder Galopp, ganz egal, können wir doch schon sehr, sehr sichere Rückschlüsse ziehen, ob das später unterm Reiter mal ein gutes Pferd wird. Zum Schluss werden die Gold- und Silberprämien für die einzelnen Fohlen vergeben. Das ist zwar keine richtige Siegerehrung, aber es dient den Züchtern als reelle Einstufung der momentanen Qualität ihrer Fohlen und als Ausblick für die Zukunft. Wie beurteilt die Jury denn Piabella? Das Fohlen von Frau Müller, Zuchtgemeinschaft Müller, ein sehr typvolles Fohlen mit einem sehr schönen Gesicht, sehr praktisch konstruiert, sehr harmonisch im Körperbau, alles schön geschlossen. Sehr gleichmäßig und patent im Gang. Das Einzige, was uns so ein wenig fehlte, war die Größe. Das Fohlen ist insgesamt etwas knapp, so etwas ponyhaft im Typ. Und deswegen war es auch nicht weiter vorne. Aber es ist mit Silber ausgezeichnet. Das heißt, es ist ein Fohlen, das schon in die Welt passt und das schon durchaus Zukunft hat. Wir werden es erleben. Schließlich hat sich so manches silberprämierte Fohlen mit Witz und Mumm später doch noch zum Goldjungen gemausert. Nach der Vorführung wird Piabella ganz offiziell ins Stutbuch eingetragen. Dann wird es kurz unangenehm. Piabella bekommt ihr Brandzeichen. Doch
Doch es wirkt schlimmer, als es ist. Der heutzutage benutzte Kaltbrand zwickt nur ganz kurz in die Hautoberfläche und verheilt sehr schnell. Dafür ist Pia Bella jetzt wirklich fertig für heute. Genug neue Eindrücke gesammelt. Während für Pia Bella die Action fast vorbei ist, beginnt sie für die Jungzüchter erst richtig. 3 Tage lang zeigen sie beim bundesweiten Jungzüchterwettbewerb, was sie über Pferdebeurteilung und Pferdezucht gelernt haben. Aus fast allen Bundesländern sind Teilnehmergruppen gekommen. Die 16-jährige Caroline aus dem Rhein-Erft-Kreis erklärt, was ihr die Jungzüchterarbeit bringt. Ich reite selber und mir gefällt der Umgang mit den Pferden gut und wir führen die Pferde ja auch vor. Und zwar lernen wir halt, die Pferde richtig zu präsentieren für die Fohlenschauen. Wenn die dann gezüchtet werden, stellen wir die Fohlen ja vor. Und wir lernen halt auch Theorie viel dazu. Und wir beurteilen die Pferde ja auch, um die richtig einschätzen zu können. Und Spaß macht es auch. Schließlich trifft man bei den Jungzüchtern jede Menge nette Leute. Während die menschliche Jugend noch fleißig feiert, darf die Pferdejugend nach einem aufregenden Tag gemütlich nach Hause fahren und entspannen. Und das findet Pia Bella dann auch ganz okay. Thank you.